Oh, das war furchtbar interessant, dieser Rund. Ah ja, doch durchaus ein sehr schönes Gebäude und diese ganzen Informationen und ach, eure Kindheit muss wirklich fantastisch gewesen sein hier. Es freut mich, dass ihr also es so gut versteht. Also, sonst habe ich immer nur seltsame Blicke geerntet. Abel mir zum Beispiel, naja, wenn ich da mal etwas erwähnt habe von meiner Zeit an der Akademie, er wollte gleich wissen, wo denn die Teppiche und die Bäder und die Partys wären. Nun ja, es klingt etwas schmucklos, so wie ihr es geschildert habt. Langweilig, könnte man fast sagen. Schmucklos? Ja, aber langweilig? Nein, es gab immer etwas zu tun. Und wenn uns mal langweilig war, dann mussten wir zum Putzdienst. Oder sie haben Feuerbälle auf Steine geworfen. Natürlich haben die Steine da gestanden, weil es sind ja Steine und Erz ist halt beständiger als Feuer. Aber ach ja, es war schon eine schöne Akademie, das muss man sagen. Aber ganz ohne Kunst und Sachverstand angelegt, also wirklich. Was meint ihr ohne Kunst und Sachverstand? Das Naja, Gebäude steht immer noch. Es wurde blanke kurz nach Wände der. und. Aber es ist schon sehr, sehr alt. Fast 1000 Jahre alt. Das hat nichts damit zu tun. Der Horuspalast ist noch älter und er ist nicht schmucklos und kahl und zugig. Also, Aber er steht noch. wenn wir jetzt darauf angehen, also es gibt Höhlen und Kavernen, die sind weit mehr als 5.000 Jahre alt, wer weiß das schon so genau. Noch aus Äonen. Und naja, die sind auf jeden Fall nicht besonders geschmückt mit Wandteppichen oder so. Aber es sind die ältesten, die es gibt. Seht ihr, habe mir. Aber so völlig unkomfortabel, also Och, das wirklich. stimmt überhaupt Man nicht. kann nur Mann. weiße Wände anstarren, also das stelle ich mir schrecklich vor. Nein, die Kavernen haben keine weißen Wände. Wie kommt ihr denn Nein, darauf? ich meinte die Akademie, Woltax. Oh. Ach, was, wenn ich abends in mein Bett fiel, war ich viel zu müde, um noch irgendwie auf Wände zu starren. Ich habe die Augen zugemacht und bin eingeschlafen. Oh, vielleicht gehört Abel mir zu den Männern, die auf Wände starren. Das erklärt viel. Dass ihr auf Wände starrt? Nein, dass ihr gleich eingeschlafen seid. Nun ja, wir haben hart gearbeitet, das stimmt wohl. Wie man hört, gleicht das Leben an der Schwert- und Stab eher dem an einem Regimentslager als denn an einer Magierschule. Nun ja, aber wo bleibt die Freude am Leben? Ich denke nicht, dass es der Ausbildungszweck ist, den Menschen Freude zu machen. Es ist so, wie wenn man Ritter in Weiden wird. Man hat wenig Freude am Leben, weil alles voller Rocks ist. Aber bestimmt wird es doch Alkohol gegeben haben. Naja, offiziell nicht, nein. Und ist Das wiederum klingt tatsächlich nach einem grausamen Leben. Wie haltet ihr das aus? Nun ja, ich sagte offiziell nicht. Und ist es wirklich so zugig, wie man sich erzählt? Oh ja, ach, als wir dorthin kamen, mein Jahrgang, wie alle Jahrgänge vor uns und die Jahrgänge, die wenigen nach uns, wir hatten alle diesen berüchtigten Beilunker-Rotz. Wunderbare Erfahrung. Mehrere Wochen hinweg eine fürchterliche Erkältung mit Husten und Schnupfen, fiebertriefender Nase, Gliederschmerzen, kribbelnden Händen und Füßen vor Kälte, aber es hat uns abgehärtet. Daher habe ich auch meine hervorragende Konstitution. Und das soll die Krone der Baukunst sein? Ein zugiges Gebäude? Nun ja, ich muss mir nicht bei jedem Windhauch mit meinem Seidentaschentüchlein die Nase abtupfen. Ja, ich auch nicht. aber man friert sich doch nicht, man kann doch nicht schlafen, wenn man friert. Das formt den Charakter. Das formt ganz andere Kräfte, aber lass mir das. Frostbeulen. Ja, und Schlimmeres. Also da muss ich zustimmen. Also Kälte ist wirklich etwas, das abartig ist. Naja, Kälte gehört halt auch dazu. Ich meine, es ist eine Ausprägung des Elementes Eis. Das ist halt auch ein wesentliches Element. Aber wenn eure Zähne klappern, wenn ihr probiert einzuschlafen, das ist eine furchtbare Ach, ihr Ich fandet kann. es zu heiß im Vulkan, ihr findet es zu kalt in der Akademie. Aber mir, was wollt ihr denn jetzt Ich eigentlich? will ein angenehmes Arbeitsklima um mich herum. Ohne Sowieso. zu frieren oder zu schwitzen oder zu ertrinken oder sonst wie Was? zu Die Nächte, wo Schadenfreude. man die Nächte, wo man sich in den Schlaf schwitzt, sind immer die besten gewesen. Bei Oh, meinen aber Kalten. wir können ja einmal alle das Spiel spielen. Was ist euer Lieblingselement? Ich fange an, mein Lieblingselement ist das Erz. Jaras, wie sieht's bei euch aus? Das Wasser. Das Wasser. Aber mir? Ja, die Kraft natürlich. Und Ist den Kraft Dreck? denn ein Element?
Nun, manche behaupten ja, manche behaupten nein. Ich würde nein behaupten. Also nochmal, Abelmir, was ist euer Lieblingselement? Nun, dann würde ich das Humus vorziehen. Es ist lebensspendend. Den Humus, Abelmir, also wirklich. Den Humus, danke, Isarun, für diese Belehrung. Gerne. Yalan, bei euch? Nun, es ist wohl das lichtgebende Feuer. Warum? Nun, das ist ja überhaupt keine Frage. Das Feuer natürlich. Fantastisch, dann hätten wir fast alle Elemente abgedeckt. Uns würde nur, Luft und Eis fehlen. Keiner will das Eis, außer Isarun wahrscheinlich. Also ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass mein Element das Beste ist. Nein, da stimme ich überhaupt nicht zu. Es gibt nichts Besseres als schöne, weite Wellen. Ein wenig leichten Windhauch. Doch, schöne, tiefe Kavernen, Höhlen, Tropfsteine. Und wisst ihr was, dann nehme ich die Luft. Ich habe meine Abschlussarbeit damals über Srif-Srif geschrieben. Über bitte was? Über Srif-Srif. Ihr versteht, dass diese Frage geneigt war, euch eine Erklärung zu entlocken. Verstanden haben wir euch wohl. Verzeihung, ich habe meine Abschlussarbeit über exische Götter geschrieben und unter anderem zum Thema gemacht Srif-Srif. Den exischen Gott, Göttin, das ist bei den Exen sowieso das ein und das Gleiche, da gibt es keine Geschlechter, über eine Wesenheit, die Flügel schenkt und Flugsaurier hervorgebracht hat. Aber wenn Echsen kein Geschlecht haben, woher kommen dann neue Echsen? Moment, fliegende Echsen. Das klingt Echsen haben schon Geschlechter, aber... Sie wechseln. Ich habe Geschichten gehört, dass sie das wechseln können. Die haben auch so... Wir haben eine Göttin, die nennt sich Zar. Sehr ähnlich zu Zar, wenn ich das sagen darf. Und scheinbar kann die wirklich deren, Geschlechter ändern. Wenn es zu wenig Männer gibt, macht sie Männer. Wenn es zu wenig Frauen gibt, macht sie Frauen. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Die Echsen wandeln im Laufe ihres Lebens mehrmals das Geschlecht, unter anderem auch Drachen. Deswegen können wir eben auch nicht von Männchen oder Weibchen sprechen. Ich könnte jetzt auch etwas über die Geschlechtsorgane und die Luken von ihnen beschreiben, aber ich glaube, das führt etwas zu weit. Hat er Luken gesagt? Ich wollte einfach nur ausführen, dass ich einfach das Element Luft wähle, weil ich Srif-Srif doch sehr interessant finde. Übrigens war nicht nur Zar eine exische Göttin, was man übrigens auch an der Eidechse erkennen kann, sondern auch Hesinde. Hesinde war auch eine exische Göttin, die wir von den Echsen an der Kuslikaner Küste übernommen haben, als wir damals das erste Mal an Kuslik angelandet sind. Ja, ich hatte ganze Lehrstunden darüber. Aber Achas machen wunderbare Gladiatoren. Nun, was diese Übernahme von Götterbildern aus den exischen Pantheon über... da ist man unterschiedlicher Meinung in der Hesinde-Kirche bestimmt, nicht wahr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, nein. Und scheinbar haben diese Echsen sich von den wahren Göttern wenigstens zwei herausgesucht. Das ist besser als gar keine. Meint ihr Pris als Prius? Nun, offenbar sind es drei. Ich bin überraschter, als ich es sein sollte. Mir gefällt das nicht, dass wir so viele Götter von den Echsen übernommen haben. Wisst ihr, dass die Hexateren mit nur sechs Göttern hier angekommen sind? Und die Oktada besteht aus acht Göttern. Die bitte wie nun? Die Hexateer, die Vorfahren von Abelmir. Beziehungsweise auch immer die Vosperaner. Genau. Die Güldenländer. Sie hatten sechs Götter und sind mit ihnen über die See gefahren. Und hier haben sie dann die anderen kennengelernt und übernommen. Rondra beispielsweise war eine tulamitische Göttin, die sie erst viele, viele Jahre später kennengelernt haben. Und die wahren Götter haben immer ihre Wege gefunden, sich den Gläubigen zu offenbaren. Gut, ich glaube, wir sollten regenerieren. Ich glaube, Yalan, ihr seht etwas kaputt aus. Und wenn ihr noch mit aufbrechen wollt, dann solltet ihr euch tatsächlich jetzt schon hinlegen. Ich glaube, wir hatten vor, morgen aufzubrechen, oder? Ich versichere euch, ich kann morgen wieder reiten. Wir sollten über unsere Reiseroute sprechen, bevor wir uns zur Ruhe betten. Den Weg nach Norden über Borobund nach Wahrung. Ich bin nicht sicher. Wir wollten eine Terrier-Karawane aufbringen und die werden von Norden kommen. Wenn wir vorher durch Wahrung passieren, werden wir auffliegen. Nun, dann werden wir einen kleinen Bogen schlagen um Wahrung herum. Ich denke auch. Über Grünau und die Radornbeuge. Das Hügelland dort, ja. Dort könnten es einige gute Verstecke geben. Schlecht einsehbare Routen. Und von dort aus können wir Köfeldein auf die Reichsstraße wieder gehen, Krützdorf aufbrechen. Und dort wird sich ein guter Ort für einen Hinterhalt ergeben.
wie Isarun sagte. Vielleicht können wir auch einige Xeranier aufbringen. Dann haben wir zwar keinen Teriak an Bord, aber vielleicht irgendwas anderes. Mit Glück, ja. Währung vielleicht. Das ist eben so ein Problem, das wir damit lösen können. Ebenso Verkleidungen, angemessene. Wieso? Ich denke, ich brauche mich nicht zu verkleiden. Ich gehe als das durch, was ich bin. Ein Zwerg. Darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Aber steht die Route fest. Wünsche ich den Herrn geruhsame Nacht. Euer Gnaden Assa, ich hätte noch eine Bitte an euch. Ein Buch, harte Übersetzung. Mir. Du musst mich nur Asavo nennen. Natürlich Asavo. Ein Buch, harte Übersetzung. Ich habe etwas gewisse Schwierigkeiten. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ja, gerne. Wunderbar, wunderbar. Erfreut er sich, dass er dir helfen kann. Es wird nicht lange dauern. Mit eurer Hilfe natürlich. Okay, dann... Ich habe ein paar Fragen. Ja, welche? War der Heilkundige zu irgendwas Nütze von wegen Bonus ein NLP? W3 zusätzlich war das, ne? Es hängt von den ZFB-Sternen ab. Ich würfel mal. Ist eine gute Probe. Er würfelt mit einem THW von 10. Einer fehlt ihm, hat er noch 9. Da sind dann, glaube ich, die Hälfte als Bonus in der Regeneration. Einfach von 9, 4,5. Also Heilsalbe oder sowas, das war halt sehr, sehr schwierig. Du hast auch kein Würselkraut oder sowas bekommen. Die Salbe habe ich ja von Isarun bekommen. Ich wollte gerade sagen, also er selber hatte wenig euch zu geben, weil ja, Bein und Cutter war nichts mehr. Okay, gucken wir mal. Du hast von mir noch eine Portion, also die Schwarzkugel, das schwarze Mond, das verdoppelt deine Regeneration. Okay, eines nach dem anderen. Erst einmal die Würselsalbe von Isarun, das sind 9. Und die hat die Blutung gestoppt, nur für den Fall, dass er es nicht zugenäht bekommen hat. Aber das ist nicht das Problem. 5 plus 9 sind 14. Sind wir schon mal da. So, dann möchte ich eine Portion Fallblütentee reinknallen. So, vorm zu Bett gehen. Das waren 3W6 plus 2. 5 plus 2 sind immerhin 7. Achmat offenbart hier übrigens, dass du eine Rondra-gefällige Ritterquest für die Kirche ablegen musst. Achmat kann nicht mal. Das ist das, was er dir sagt. Okay, das kann er mir sagen. Ich nehme das auch von ihm auf. Ich werde ihm auch keine. Ich werde ihm weder zustimmen noch widersprechen. Ja, also die Quest kommt nicht von ihm, sondern von der Kirche, aber du schuldest der Rondra Kirche eine Quest. Das mag die Rondra Kirche denken, das werde ich dann ausverhandeln. Regeneration, Abelmir wird da. Warte, gleich, mach erstmal. Ja, Frage ist, sind da die Bonus-LDP von der HKW mit drin oder nicht? Nein, ich denke nicht. Doppelte Regeneration, 2W6 statt 1W6. Okay, dann Sekunde, erstmal die 5 von der HKW, sind wir bei 29. In der Kaserne schläfst du mit plus minus 0. Plus minus 0, das ist gut. Dann haben wir hier nochmal 8 auf die 29. Sind wir bei 37, damit bin ich 3 unter voll. Warum steht hier, ich hatte Gesamtdienstpunkte 39? Es macht. Ach hier. Hast du Magie benutzt, Abelmir? Bitte sag mir, dass du Magie benutzt hast. Nein, es sind nur schwarzer Mond. Schade. Hossi! Benimm dich! Gut. 37. Hervorragend. Okay, 37 Lebenspunkte, damit können wir aufbrechen. Abelmir kann mal eine Probe würfeln, und zwar gegen Boltax. Ob Asavo dir jetzt die Textstellen richtig übersetzt. Okay. Ja, das überlege ich jetzt gerade. Macht mal eine Etikette. Ja. Überlege gerade. Ist das sowas wie eine Etiketteprobe gegeneinander oder Geschichtswissenprobe? Sagen und Legenden. Sagen Legenden. Was machen wir Sagen und Legenden? Wer die meisten Sternchen hat, der entscheidet darüber, was Asavo erzählt. Ich hätte jetzt Geschichtswissen gesagt, weil es was Historisches ist, aber. Nee, es sind Sagen und Legenden. Okay, von mir aus. Schicksalspunkt von Abelmir? Ja. Wofür normal richtig denn? Für die 19 oder für alles? Für alles. Dann kann dir Boltax, möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Nö, ich weiß ja auch nichts davon. Ja. Nee, hätte ja sein können, dass du, also geht jetzt nur darum, ob Asavo die Textstellen richtig übersetzt oder nicht. Ja, also keine Ahnung, wird ja auch nicht unbedingt das Xenos Tagebuch von vor 6 Jahren stehen, was mit der Lüne von länger passiert ist, aber egal. Ja, genau, nee, also auf alle Fälle, du findest eine ganze Menge über die Expedition, die dir Boltax ja schon das ein oder andere Mal versucht hat mitzugeben, wie sie dann durch Aradolosch gezogen sind, die Binge, die neben Dumgashom liegt.
und dann über die Trollzacken nach Beilung, nach Durbosch und dann in den Beilunker Bergen haben sie dann die Würmer von Agrimod aufgehalten. Es geht allerdings noch weiter zurück und wenn du ihm dann das ein oder andere Stichwort mitgibst, kann er tatsächlich unter Angrosch, Kabosch, Radosch, Angrosch, Wirrenstein Gedanken etwas finden, was dazu steht und was wohl Xenos vor grob 700 Jahren aufgeschrieben hat in seinem Tagebuch. Nur flüsternd werden die Sagen um die lebendig gewordenen Gedanken des verwirrten Weltenbaumeisters weitergegeben. Kristallfeuer, eingeschlossen in die einzig bekannte natürliche Brillantfassierung der unterirdischen Reiche. Eine perfekte Vermischung der Elemente Angrosch und seiner Genialität. Für die Zwerge ist die Verbindung der Kristalloiden zu ihrem Gott unverkennbar und sie schützen sie noch mehr als die Schätze Sumos vor Schatzjägern oder gar Drachischen. Trotzdem halten sie sich von den Kristallwesen fern, denn ihre Nähe ist gefährlich, wenn nicht gar tödlich. Da sie Teile von Angrosch Gedanken sind, enthalten sie schließlich nach dessen Genius und Schöpferkraft auch seinen Zorn für die sterblichen Geister kaum verständliche Gedanken. Das heißt, es ist sehr unberechenbar, was mit den Angroschien passiert. Sie verwandeln sich wohl selbst in Kristall und das ist auch das, was du wohl gesehen hast. Was ich ein bisschen verwirrt ist wohl, dass auch die Zwergenponys davon betroffen sind und dass sich das wohl auch auf Menschen oder andere Wesen, also Tiere oder Pflanzen, übergreifen kann. Es gibt wohl Sagen und Legenden davon, dass es einen riesigen Wirtskristall gibt, der unten in den Kristallgrotten liegt. Und wenn die Wesen, vor allem Brillantzwerge, dann lange genug in der Nähe gelebt haben, dann schließen sie sich diesem Wirtskristall an und vergrößern ihn daraufhin. Sie stehen, das kannst du ableiten durch deine Magiekunde, unter so etwas wie einem Ban Baladin, der von dem Kristall ausgewirkt wird und kämpfen für den Kristall. Das heißt unter anderem auch gegen Zwerge, aber eben auch gegen andere Eindringlinge. Also danach gehört die Binge quasi diesen Kristalloiden. Das sind so die Sagen und Legenden von Angrosch, Kabrosch, Radosch. Kann ich daraus entnehmen, dass ein Teil der Essenz von Ingram Angrosch in diesen Kristallen fortwirkt? Als Verlängerung? Also zumindest die Zwerge interpretieren das als Angrosch, als die Wirkung von Angrosch. Ob das tatsächlich so ist, ist was ganz anderes. Du hattest sie analysiert mit einem Odem, ne? Ja. Sie waren definitiv magisch. Elementar. Und das würde nicht dafür sprechen, dass sie Kamal aufgeladen sind. Gut. Das hilft mir schon mal weiter. Jetzt verstehe ich auch vermutlich, warum Boltax so ein Geheimnis drum machte. Ja, also das ist einfach nichts, was in Menschenhand gehört. Die Sachen, die er Savo übersetzt hat, sind auch nur auf Angraben gehalten und nicht übersetzt worden. Mhm, okay. Hab Dank, Asavo. Es war sehr hilfreich. Vielleicht sollten wir das für uns behalten. Ich denke, ich weiß nicht, wie Boltax auf diese Geheimnis reagiert, dass ich ihm nachspürte. Mhm. Hier ist noch etwas. Aus der Tiefe der Berge kamen die Ulchut Neber. Ihre Haut war grau von Schimmel und ihr Odem war eine weiße Wolke des Todes. Ihre Aura brachte Verwirrung und Untergang. Einmal gerufen, zerrten sie von ihrem Träger und nur die stärksten Krieger der Ulchut Neba waren wieder sie selbst, nachdem die Fäulnis aus der Tiefe wieder dorthin zurückkehrte, wohin man sie gerufen hat. Er klappt das Buch zu mit seinen weißen Handschuhen und schaut dich an. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch eher für Zwerge geeignet ist und vielleicht für so etwas wie ein Geoden, aber nicht für Menschen. Ich sollte das nicht weiter übersetzen. Ulchut Neba, es klingt tulamidisch. Ja. War es. Ich verstehe. Sporenkrieger. Haut er dir nur noch zu und würde dann mit dem Buch unter der Hand wieder in Richtung Ausgabe der Bibliothek gehen. Nun ja, es wird doch sehr hilfreich. Wir sollten jetzt uns schlafen legen. Wir sollten darüber schweigen, aber mir. Das auch, natürlich. Mit Schweigen bin ich sehr gut. Natürlich. Gut, dann könnt ihr regenerieren. Astralpunkte gibt es nicht zurück. Wir befinden uns in Beilung. Ansonsten mit plus minus null regenerieren, wenn noch nicht getan. Ja, dann hat das für sich schon mal vorgerechnet.
Und dann könntet ihr am nächsten Tag aufbrechen von der Oberstadt aus, beziehungsweise von Lichtfall in Richtung Norden reitend über die große Brücke, die als Ausfalltor dann heruntergelassen wird, wenn ihr eure heilige Queste beginnt. Irgendwas, was ihr vorher noch machen mögt, Abelmeer. Ich würde mir gern noch, ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht, mir einen Halfter, ein Halfter für meinen rechten Oberschenkel, für die Balestrina besorgen. Ja, Leder bekommst du an sich auch, doch, so ein Halfter bekommt man, klar. Dann würde ich mir das besorgen und umschnallen und dann die Balestrina sozusagen in diesem Halfter im rechten Oberschenkel unterbringen. Ist natürlich nicht dem Kodex gemäß. Ich würde mir grobe Lederhandschuhe irgendwo besorgen. In Zwergengröße, wenn möglich, oder in Kindergröße. Ja, wirst du auch bekommen. Isaron. Ich möchte noch gerne möglicherweise verloren gegangene Ausrüstungsgegenstände, die auf dem Karren waren, ersetzen. Soweit das eben möglich ist, das zu unserer Tarnung gehört, also Kleidung, irgendwelche Sachen, die es uns glaubwürdig machen, als Alchemisten oder Teria-Kändler herumzureisen. Ja, also Wappen von Gloranien oder sowas wirst du dann nicht haben, aber weiße Kleidung kannst du haben, du kannst graue Kleidung haben, alchemistische Schürzen oder sowas kannst du natürlich auch besorgen, das geht. Sonst müsstest du selbst mit einer Schneidernprobe dir sowas wie ein Glorana-Symbol Wappen nochmal aufschneidern. Das wäre dann sonst noch eine andere Möglichkeit. Boah, ich glaube nicht, dass ich daran gut genug bin. Ansonsten möchte ich aber auch gerne Eldern in einer Minute nochmal abpassen und ihm darum bitten, falls er ja sowieso in Beilung bleibt, ob er mir nicht vielleicht eine Zeichnung von dem ehemaligen Akademiegebäude anfertigen könnte, irgendwann. Wird er bestimmt machen. Okay, ansonsten würde ich halt nur noch die Sachen, die uns über die Nekromanten zugetragen wurden, transkribieren, ein bisschen zusammenschreiben, sodass wir dann auch darüber diskutieren können, falls wir das nochmal müssen. Gut. Kiaras? Ich habe nichts Besonderes vor. Dalan? Drei Kleinigkeiten. Primo, ich werde nochmal meinen weißen Hetzermantel untersuchen, ob er irgendwie Mottenlöcher gekommen hat, ob irgendwas geflickt werden muss, aber dass das Tierhaut ist, erwarte ich nicht viel. Ja, ich meine, selbst wenn da irgendwie Mottenbefall oder sowas dran ist, das würde ja einfach nur sagen, dass du ihn oft benutzt. Ja, gut. Zweitens, falls ich... Ja, ich brauche einen Rucksack, ganz normal Ledersack. Ich nehme auch Jutebeutel, das ist egal, in den ich die Rüstung reinpacken kann, wenn ich sie nicht trage. Ja. Und drittens, ich überprüfe, ob meine Laterne noch in Ordnung ist und ob ich genug Öl habe. Gut, kannst du auch noch kaufen. Alles Kleinigkeiten. Gut, dann habe ich mehr nicht. Okay. Und natürlich gehe ich in den Palasttempel kurz vor Sonnenaufgang nochmal. Ja. Du wurdest runtergeprügelt auf 5 LEP, ne? Ja. Und jetzt bist du wieder bei 37? Ja. Mit der Macht der Alchemie. Lux Triumphat. Ja, nennen wir es so. Gut, dann könnt ihr aufbrechen über die große Brücke, die über den Radrum hinunterführt. Unter euch könnt ihr, wenn dann die Zugbrücke runtergelassen wird, erkennen, wie der schwarze Radrum hier unter euch entlang fließt. Das war früher definitiv nicht der Fall. Es sieht eher aus wie Öl, wie schwarze Schlacke. Sie stinkt auch erbärmlich und ihr seid froh, dass sich jemand Kundiges wie Draco Effer dann darum in Zukunft kümmern wird, wenn er dann leicht irgendwo im Norden der Flussbiegung folgen wird und irgendwo dort dann den Fluss wieder säubert, damit Beilung wenigstens trinkbares Wasser hat. Dann könnt ihr definitiv aufbrechen und dann werden es, wir können einfach mal nachmessen, es sind 50 Meilen, kann das sein? Ich gucke gerade nochmal, 80? Ja, doch, genau. Es sind 50 Meilen, das heißt 60 Meilen... Ja, kommt hin. Das werdet ihr an einem Tag nicht schaffen, das sind dann 2 Tagesreisen. Und die Jahreszeit ist das richtig. Dann könnt ihr innerhalb von 2 Tagen in Richtung Nordosten reisen, der Straße folgend. Auf der linken Seite immer noch die schwarze Radrom, die grob 100 Schritt breit ist. Also ein gewaltiges Monster, was sich dann hier an den beiden Sümpfen entlang schmiegt. Habt dann noch den Knüppeldamm, auf den ihr dann gerade marschiert. Rechts dann das der Sumpf vom Walderhorn. Und auf der linken Seite eben auch über den Radrum hinüber ebenso sumpfiges Gebiet, moorig, morastig, was dann ebenso zu diesem Gestank beiträgt.
Ist es alles um euch herum sehr tot, sehr grau und eingefallen? Und nur wenige Bäume, die hier stehen und wachsen, wuchern. Es sind dann eher Sträucher, die dann kahl und leer hier stehen, als ob wir dann schon im Winter wären. Und auch der Regen, der dann von oben herabströmt, jetzt im Effort, tut dann auch nicht dazu bei, dass eure Laune sich bessert. Den ersten Tag müsst ihr dann noch mitten auf der Straße oder an der Straße bleiben. Könntet da dann ein kleines Lagerfeuer versuchen zu errichten mit dem wenigen Strauchzeug und könnt dann in Grünau am nächsten Abend ankommen. Es wäre dann der 26. Effort, wenn das richtig ist.